Okay, bin ich jetzt quasi, I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. Hmm. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the Big Shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Okay. Das war ja die, die wir mit Snake bekämpft haben, ne? So, was ist hier noch alles? Ist hier jemand? Ja, da ist jemand. Okay, das ging voll daneben. Ja, jetzt habe ich zu lange gewartet. Ja gut, vielleicht muss ich den nicht einmal erschießen. Ach, da ist auch irgendwo C4. Nur wo? Aber wahrscheinlich muss ich zuerst einmal diesen Arsch hier ausschalten. Ja, mit dem Gamepad, ich sag's euch ehrlich, wie es ist, manchmal wäre mir doch die Maus lieber. So, jetzt muss ich ihn aber treffen. Jawohl, du bist weg. Scheiße. Ach, komm. Hab doch gar nichts gemacht. Jawohl, du bist auch mal weg. Der schläft mal seelenruhig auf dieser Brücke. So, jetzt würde ich ganz gerne wissen, wo dieser Sprengsatz ist. Lauter Raketen hier. Wo ist das Teil? Ah, da unten. Mhm. Hab's doch gerade noch gesehen. Hier ist es. Kann ich das von hier aus schon erreichen mit dem Spray? Nein, kann ich nicht. Verdammt. Gut, dann gehen wir hier entlang. Oder muss ich da von einer anderen Stelle aus? Kann ich denn so auch? Nein, da kann ich sonst nicht hin. Ich muss das Teil aber einfrieren. Soll ich es von der anderen Seite aus versuchen? Kann schon sein, ja. Ja, genau, da ist es. Jawohl, eingefroren.
Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Plissken to watch his back too. Just hurry. Ach so, dann waren das quasi jetzt immer die falschen Stellen. Ja gut. Uns kann das ja scheißegal sein, ne? Super, wenigstens haben wir die mal entschärft. Jetzt holen wir jetzt wieder die normale Pistole. So. Wie lange müssen wir das jetzt machen? Würde mich jetzt mal interessieren, ne? Aber gut, gehen wir zuerst einmal runter. Nein! Wow! Nein! What the hell happened? Ups. Right. Ja, jetzt habe ich unabsichtlicherweise X gedrückt. Ich wollte eigentlich Dreieck drücken. Hm. Muss ich diesen Käse jetzt nochmal machen? Scheinbar, ja. Den Arsch treffe ich wieder nicht auf Anhieb. Jawohl, jetzt bist du weg, mein Freund. Aber da rennt noch einer. Mhm. Gut. Ja, jetzt komm schon. Ja, jetzt pennst du. Will ich dir auch geraten haben, mein Freund. So. Jetzt da unten rein. Okay, diesen Move wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber es sah schon episch aus. Ja, gut, dann von der anderen Seite her. Nein, du sollst ja nicht springen, du sollst doch kriechen. So. Jetzt nochmal das Ganze. Jawohl. Ja, das Telefonat drücke ich jetzt weg, weil das haben wir schon mal gehört. Alles klar. Gut. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht runterstürze. So wie vorher. Das sah jetzt aber episch aus, oder? Kann man nicht anders sagen. Gut. Dass man hier so einfach runterstürzen kann, ist aber auch ein bisschen seltsam. Finde ich zumindest. So. Ich nehme aber an, dass wir hierher müssen, weil hier waren wir noch nicht. Mhm. Ach so, wir sind ja hierher geflüchtet. Ja, genau so war's. Jawohl, der ist auch mal weg. Du schläfst mal, Kumpel. So. Ja gut, ich hab noch M4. So, dann krieg ich mal da runter. Da ist nämlich auch eine Tür, habe ich gerade gesehen. So, ist hier sonst noch was? Da kann ich noch runter. Aber ich nehme mal an, dass wir hier einfach weiter müssen. Alles andere wäre ja Blödsinn, ne? Komm schon. Okay. Be careful. There are Claymore mines around there. Who is this? Stealth-equipped Claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it?
No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Ja, das war eindeutig Deep Throat. Das war der Ninja aus dem ersten Teil. Wir haben hier keinen... Wir haben keine Claremont-Minen. Aber Leute, ich würde sagen, ich kann leider nicht länger aufnehmen. Ich werde jetzt mal speichern. Ja, ich werde jetzt mal speichern bei unserer lieben Rose. Und dann beende ich den Part für heute. What's up, Jack? Ja, speichern. Dann sage ich jetzt schon mal danke fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Bis dahin, macht's gut, Leute. Jack, it must be so nerve-wracking to defuse a bomb. Yeah, I'd say so. Okay, that was a stupid thing to say. Sorry. That's all right. It's just that I've never been trained in this stuff. You okay? Are you feeling well? I almost threw up a few times. Oh, Jack. But I'm okay. It's not like I'm in this alone. Oh, yeah, that's true. What do you think about when you're diffusing those things? I don't think so much as remember. And I know that I need to resist that and keep my mind blank. I can't let myself be overwhelmed by the fear. So, am I a part of what you try not to remember? I was just kidding. But I guess this isn't a good time for that. No, it is. And I do think about you. I'm trying to remember what's so special about April 30th. Any success? No, not yet. You need to stay alive so you can. Okay, that's a deal. Yeah, Leute, es geht weiter hier bei Metal Gear Solid 2. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich weiß, vom Schneiden her wird das wieder ziemlich blöd, weil ich gemerkt habe, dass wir jetzt quasi mitten im Part aufgehört haben. Und den da oben, den werde ich jetzt mal eben außer Gefecht setzen. Jawohl, direkt in die Birne. Und hier sind Claremont-Mine. Das hat uns ja Ding gesagt. Das hat uns ja Deep Throat gesagt. Er hat uns ja angerufen. Aber jetzt fragen wir nochmal den Oberst. Raiden, Stillman is a top-notch explosives technician. Follow his orders and disarm the explosives. Okay, but exactly who is Peter Stillman? Gotcha. I'll look him up. Hold on a moment. Okay, ich hätte jetzt ehrlich gesagt mehr erwartet. Dann rufen wir mal Stillman an. It appears that Fat Man placed bombs within each of the struts. It's likely there are no bombs planted on the connecting bridges. Head for the struts, for which you have not yet finished disposing of the C4. Na super, das habe ich. Das wusste ich ja so auch. Hä? Was muss ich jetzt machen, bitte? Ja, ab und zu ist das so scheiße hier, das System. Deswegen rufe ich jetzt nochmal Pliskin an. Pliskin, there are landmines in this area. There should be a mine detector on floor B1 of strut E. How do you know? Use your head. They can't see those claymore mines either, even if they did the planting, so they need to keep a mine detector handy. I wouldn't have thought of that. You're right. I don't think they taught you this in all that VR training, but intuition counts for something in battle. Use your wits and senses to detect the danger. Got it? Okay. Ich glaube aber, dass wir durch Kriechen genauso die Minen wieder einsammeln können. Das ging ja im ersten Teil auch. Jawohl, geiler Scheiß. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wir brauchen eigentlich diesen Minendetektor nicht, weil ich hätte jetzt keine Ahnung, wo wir den genau finden. Trotzdem will ich mich da nochmal umsehen. Deswegen will ich mich hier nochmal umsehen. Ja, ich weiß, das mit den Kriechen ist immer eine ziemlich langwierige Geschichte. Aber ich will mich jetzt mal umsehen, ob es hier noch was gibt. Und wir müssen ja noch immer die Ziffer. Hoppala. Okay, ich muss mir jetzt das Lachen gerade verkneifen.
Kann ich hier schon laufen? Wie ist denn das? Shit, hey. Ja, ich hole mir jetzt nicht extra diesen Minendetektor von diesem B1 oder wie das hieß. Nee, das juckt mich jetzt nicht. Steht der Wichser da jetzt wieder oben? Ja. Aber nicht mehr lange. Jetzt ist er wieder außer Gefecht. Und das Riden beim Laufen oder beim Springen diese geilen Moves macht, finde ich irgendwie auch recht anreizend, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das mit dem Sturz, das war jetzt einmalig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe ja erwähnt, dass mir die Cutscenes teilweise ein bisschen zu lange vorkommen. Ich will jetzt nicht sagen zu lange, aber ich sage jetzt mal, wenn man 10 Minuten spielt und dann eine 15-minütige Cutscene kommt, das ist schon ziemlich scheiße, weil mit dem Schneiden ist das ganz gut, muss ich ehrlich zugeben. Aber mit dem Schneiden an und für sich kein Problem. Soll ich es riskieren? Sind hier Minen? Ich weiß es nämlich wirklich nicht genau. Ja, für alle Fälle tue ich die Rationen rein. Wow, 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 wow. Get a K5. Okay. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Achso, ich muss die Karte ja her tun. Warum? Welches Level ist denn das? Wo steht denn das Level? Level 2. Ah, okay. Das ist scheiße. Ja, ich habe vergessen, dass... Ich dachte, die schließen sich wieder die Falltüren. Herrschaftszeiten nochmal. Das waren jetzt geile Fails, Leute. Ja, ihr merkt, dass ich heute ein bisschen besser drauf bin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich heute voll in Zocklaune. Gut, dann wissen wir das auch. Das heißt, wir müssen nochmal diesen Wachtypen da oben ausschalten. Wenn der mal da oben ankommen würde. Jawohl. Genau, in den Kopf rein und jetzt wieder kriechen. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich rechts nichts tun muss. Die Klärmomine sammeln wir wieder ein. Ja, jetzt rufe ich die beiden oder die drei nicht mehr an. Oder soll ich das nochmal eben machen? Nein, interessiert mich jetzt gerade nicht. Wir haben es ja bereits gehört, ne? Ich hoffe nur nicht, dass hier nochmal was aufgeht. Aber ich schätze mal nicht. So. Oder wisst ihr was, ich rufe nochmal alle an, aber ich drücke sie weg. Ja, das drücke ich jetzt mal weg. So, dann Plissken. Plissken, there are landmines. Ja, das weiß ich schon, das ist jetzt allerdings wurscht. So, Stillman brauchen wir jetzt nicht. Nee, scheiß drauf. So, geschafft. Strut F Warehouse. Okay, hier müssen wir wieder den Radar aktivieren. Oh. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Shit, hab ich der gesehen? Nothing here. Niemand ist da, du Arsch. Achso, da unten ist auch was. Achso, hier war ich doch. War ich hier nicht schon mal? Ich müsste irgendwie den Radar wieder mal aktivieren, ne? Nein, 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 nein. Ach, komm schon, jetzt bin ich extra so weit gelaufen. Wollte mich denn verarschen? Nein, scheiße. Ja, langsam wird's nervig. Oh Mann, ey. Ich soll doch hierher. Das gibt's doch gar nicht. Oder muss ich in diesem Stockwerk oben bleiben? Ja, wahrscheinlich, anders kann ich es mir auch nicht vorstellen. Nur... Okay, die Steuerung ist ab und zu ein bisschen behindert. Nothing here.
Ich kann den nämlich nicht schnell ausschalten. Oder doch? Ach, da läuft er. Mhm. Jawohl. Den haben wir niedergekriegt. Ist der vielleicht noch ein zweiter? Nein! Ja, Tatsache. Nein, 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 kein zweiter. Das hat euch getäuscht. Verdammt! Ich hab doch... Wow. Soll ich den mal eben niederballern? Ja. Dich legen wir mal schlafen, Kumpel. Nein, die treffe ich jetzt. Jetzt ist da auch noch einer. Ja, jetzt gehe ich wieder drauf. Super. Ja, eindeutig sehr viele Fails. Ja, ich kann es leider auch nicht ändern, Leute. Es gehört leider dazu. Au. Au. Ja, jetzt bringt es mir auch nicht mehr viel. Ja, ich habe gerade voll auf die Sesselkante gehauen, weil mich das so anpisst gerade. No. No. Jack, please answer me. Jack!